Hello people! So, willkommen zurück zu Let's Play. Diesen wunderschönen Hack. Namens Another Mario World. Oh Gott, und wir werden gleich illegal von diesem Swamp abgeschlachtet. Das gefällt mir ja mal gar nicht hier. Aha. Hier soll man einen Spinjump machen, um an die Yoshi Coin zu kommen. Ich verstehe schon. I understand. Wow! Fuck. Hilfe, Hilfe. So. Ah, hallo Pilzchen. Wie geht's dir so? So, stopp. Oh Gott, was ist das denn? Was hast du denn da gemacht, komischer Mario, du glitschst dich da irgendwie halt rein, oder was, hä? Ja, dann eben nicht. Mein Gott. Ich wollte dich eigentlich töten und eben nicht das Karmic-Viech, aber nein. Zack. So, Hilfe! Wow, wow, wow. Zack. Und jetzt haben wir schon alle 5 Yoshi-Coins. Das war ein etwas dämlicher Fail. So, rein mit dir. Hui. Was? Nein. Und stirb. Okay, Marios Beziehung mit Wendy ist vorbei. Hehehe, nur ein Scherz. Sie hatten die eine. Marios Reise wird jetzt schwieriger und schwieriger. Auf die Keksberge und sowas. Ja, das steht da so ungefähr. Cookie Mountain Number One. Hilfe. Kann man hier ein Leben kriegen? Okay. Aber dafür sind nicht genug Viecher da. So, zack. So, da kann man runter. Da sehe ich doch. Okay, für eine Yoshi-Coin. Gut. Oh Gott. Ah, hier haben wir noch eine Message-Box. Was sagt ihr uns? Lass dich nicht von diesen Münzen zum Narren halten, die sind eine Falle. Ja, ich sehe schon. Also, wenn da diese Messagebox nicht wäre, dann hätte ich hier gerutscht. Okay, und das sieht so ein leicht Cut-Off-mäßig aus hier. Hier diese Ränder da unten, aber ist nicht so tragisch. Das ist aber definitiv ein Cut-Off hier. Man hätte hier diesen Busch ein Blöckchen nach links setzen können, aber naja. Das sind alles Kleinigkeiten. Aber auch diese Kleinigkeiten möchte ich einmal erwähnt haben, wenn sie mir auffallen. So. Also, die tut im Heck jetzt keinen Abbruch, also keine Sorge. Okay. Zack. Stirb. Okay. Hui. Und rein mit dir. Ab ins Ziel, Mario. Okay. Okay, und was hat's mit dieser Röhre auf sich? Wo soll ich denn da herkommen eigentlich? Ach, keine Ahnung. Da fällt mir ein, ich wollte nachgucken, ob es da Secret Exits in diesen Geisterhäusern gibt. Das mache ich. Das mache ich kurz offscreen, nachdem ich dieses Level hier abgeschlossen habe. Und falls es da welche geben sollte, dann werden wir die daraufhin machen. Okay. Wow, scheiße. Was sehe ich denn an, dass da Stacheln sind? Das ist ja fast schon Blindjump-mäßig. Gott. Puh, was ist da unten? Okay. Okay, man braucht hier den blauen Switch, um an die Yoshi-Coin kommen zu können. Okay. Und das war's auch schon. Also die Level hier sind immer noch ziemlich einfach. Also von More Difficult merke ich hier noch nichts. So. Ich werde jetzt gucken, ob es dann Secret Exit gibt in Ghost-Häusern. Bis dann, tschüssi. Hello, people. Hier bin ich wieder. Und in den beiden Geisterhäusern gab es keinen Secret Exit. Das hat das Nachkommen jetzt ergeben. Und wie man zu der Röhre kommt, habe ich nicht rausgefunden.
Was ich aber auf Luna Magic rausgefunden habe, dass es zumindest auf der Overworld so eine Art unfertige Special World gab, wo man irgendwie, wo man nicht reinkommt oder sowas. So. Das fand ich relativ interessant. Okay. So ein Scrolling Athletic Level. Das sieht man ja eigentlich nicht allzu häufig in Super Mario World Hex. Okay, zack. Wahrscheinlich, weil die meisten Leute Scrolling Level zum Kotzen finden. Und eine fast schon übertriebene Abneigung dagegen hegen. Ja, aber ich finde das gut, dass er das hier eingebaut hat, weil es gar nicht mehr so häufig vorkommt, habe ich den Eindruck. Zack. Okay. Cookie Mountain Nummer 3. So, das Viech werden wir gleich mal eliminieren und da kommen wir doch mit der Feder irgendwie rein. Ja, tatsächlich. So. Das kriegen wir doch hin. Dachte ich mir von Anfang an, als ich dieses Teil gesehen habe. Okay, und dich werden wir erstmal töten, bevor du noch mehr Scheiße machen kannst. Okay, ich werde jetzt erstmal mithilfe der Macht des Yoshis gucken, ob hier unten was ist. Das ist jedoch nicht der Fall. Okay, ist hier oben was? Hier oben scheint jetzt auch nichts zu sein. Okay. Was ist hier oben? Okay. Außer so ein Teil ist hier gar nichts, okay. Aua, aua. Nein. Nein, 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 du Kollege. Das lässt mir schön bleiben. Okay. Ah, hier ist eine Röhre. Das sieht doch, riecht doch stark nach Secret Exit. Das riecht sehr stark. Ich spüre den Geruch des Secret Exit-Schweißes. Und hier ist er auch gleich. So. Aha, hier kommt man in die erste Welt. Das ist eine Art Rückabkürzung. Dann hätten wir das schon mal geklärt. So. Der Kollege muss getötet werden. Dann holen wir uns das Wannabe mit Yoshi. So, Yoshi Shell Jump. Schade, verkackt. Oh, okay. Das heißt, wir müssen hier fliegen, um hier hochkommen zu können mit Yoshi. Zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Komm her. Du Pilzgedöns. Okay. Okay, das Level ist auch nicht wirklich schwierig, merke ich gerade. Aber nichtsdestotrotz macht das Spaß zu spielen, dieser Hack, trotz der geringen Schwierigkeit. Also hier One-Up und... Okay, hier gibt es eine Yoshi-Coin zu viel. Fällt mir gerade auf. Okay, jetzt habe ich meine Shell getötet. Das war natürlich dämlich meinerseits, aber egal. Zack, zack. Wir waren ja sowieso schon kurz vom Ziel. Mann, warum triffst du diesen Scheißblock nicht? Hallo. Na, geht doch. Ist zwar nur ein Leben, aber egal. Oh, hoch mit dir. Gut, das reicht diesmal. So von der Sprunghöhe her. Stirb. Okay. Aber das dürfte wieder... Mann, du dämliche Kackfledermaus. Ich hasse dich. Oh Gott. Doppel-Oh Gott und stirb. Du komisches Panzervieh, ich stirb doch. Du bist minderwertig. Aua.
Okay, okay. Dafür braucht man das Springboard. Das ist relativ interessant gemacht, finde ich. Doch, das ist durchaus interessant gemacht. Okay, brauchen wir jetzt das Springboard noch für irgendwas? Hier oben? Ja, hierfür bräuchte man das, aber wisst ihr was? Ich werde Yoshi eiskalt ermorden. Uhahaha. So macht das Mario ja immer mit seinem Reitgefährten. Okay, Lemmy's Castle. Dum, 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 dum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auch das Level ist schön einfach und das macht Spaß zu spielen. Das ist doch lustig. Okay, hier scheint es keine Yoshi-Coins zu geben. Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht schon den Midway-Point. Ja, tatsächlich. Das Level war fast schon zu einfach, glaube ich. Ach, aber wehe, ich verrecke jetzt noch beim Bosskampf. Wehe, Spiel, wehe, wehe, wehe. Zack. Und fertig mit dem Quatsch. Der derpige Lemmy ist nun erledigt mit dem Rausgucken aus Röhren. Seine Dinger sind jetzt nur noch eine Attraktion. Was genau sind Dummies? Dummies glaube ich nicht. Das wäre so einfach. Mario klettert dann in den Keksberg hinab und fährt in den Cremefeldern fort. Okay, die Creamfields. Was erwartet uns hier? Okay, wirklich creamig sieht das ja nicht unbedingt aus, aber... Das sieht hier relativ wieder aus, so wie konventionelles Graslandgedöns, aber egal. Zack. Nein! Fick dich. Okay, da kann man nicht rein. Das, aber gerade diese blauen Blöcke vermitteln irgendwie leicht diesen Eindruck, dass man da vielleicht rein könnte. Oh Gott. Okay, ich werde mir erstmal den Midway-Point schnappen. Ah, ja, genau wegen solchen Sachen, denn sonst wäre ich jetzt verreckt. Hui. Ah, ich habe mir sowas in die Richtung schon gedacht. So, gib mir viele Leben. Hallo, hau nicht ab, gib mir Leben, habe ich gesagt. Hörst du schlecht? So. So macht man das, Leute. Okay, jetzt kommt das cremige Geisterhaus. Hier sieht es tatsächlich so aus, als ob es hier einen Secret Exit geben könnte jetzt. Aua. Das finde ich mal wieder voll unfreundlich. Mir einfach so das Power-Up zu klauen. Ah, bum. Meiner wäre ich auf diese dämlichen Geister reingefallen. Hui, 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 hui. Hui, hui, und rein mit dir. Oh Gott, das sieht etwas unfreundlich aus. Dezent unfreundlich hier. Hau. Was heißt das denn? Hau. Aha. Und für das Secret Exit muss man wahrscheinlich irgendwie drüber. Nee, die Röhre sieht stark nach Secret Exit, Leute, aus. Nach Secret Exit aus, Leute. So rum, mein Gott. Und das heißt, für das Secret Exit muss ich da rüberspringen. Denn diese Münze da war schon irgendwie verdächtig. Aua, nicht runterfallen. Du Kollege Mario. Okay, okay. Dann werden wir diesen wunderschönen Abschnitt jetzt mal versuchen. Ohne da reinzugehen. Tja, ich hab's mir doch gedacht, Leute.
Och, jetzt haben wir hier so einen hübschen Fallabschnitt. Aua, das ist gemein. Aha. Und hier ist unser heiß begehrter Secret Exit. Ah, der führt uns zurück in Welt 2 und ich wollte in dieses Level nicht rein. Würde sagen, so, ich mache mal noch du komisches Fortress und dann sage ich Tschüss in diesem Part. Okay. Hier haben wir eine Walze und das gefällt mir persönlich nicht, eine Walze zu haben. Ich hasse diese Walzen. So. Scheiße. Zack. Ja, toll. Wie soll ich denn da bitte weiterkommen, wenn ich da dieses Teil weiter smash? Okay, ich glaube, das ist das erste Level, was ich als etwas schwierig empfinden könnte. Also, was mir dezent auf den Geist gehen könnte, sagen wir es mal so. Zack. Okay, ich werde mich jetzt versuchen, an den Rand zu stellen. Nee, also diese Stelle ist bösartig. Also da muss man irgendwie genauestens sein. Okay, soll ich jetzt zurücknehmen, dass der Hack einfach ist? Willst du das von mir? Willst du das etwa von mir? Und deswegen quälst du mich jetzt mit so einem dämlichen Kackabschnitt. Ach, Mann. Ich sag das jetzt immer. Ich versuche, einen Hack zu produzieren. Provozieren heißt dieses Wort. Einen Hack zu produzieren habe ich schon lange aufgegeben, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich versuche jetzt, jeden Hack zu provozieren, indem ich sage, er ist zu einfach. Und mal sehen, ob sich das dann irgendwann rächt und bla. So, ja, wir sind einfach mal schneller als das Teil. Okay. Nein! Was soll dieser Scheiß? Ich werde die sofort wieder mit Flammen attackiert. Beim Resonant einen Hit zu kassieren, das ist ja fast schon peinlich. Zack. Okay, die Cremefelder 2, die machen wir am nächsten Part. Und diese fünfte Welt scheint viel zu kurz zu sein. Denn dahinter kommt gleich wieder das Chaos. Also das war's dann von mir. Bis dann. Tschüss.